Bisschen Stimmung zu kommen auf den Wikingerfilm. Das ist so als Horn, das haben wir mal gekauft. Da haben damals die Wikinger und die Heiden ihren Met draus getrunken. Ja. Da kann ich heute auch Wasser draus getrunken, da kann ich heute auch mein Bier draus trinken, mein Met draus trinken. Ja. Das habe ich schon lange dieses. Also ich habe so bei jedem Film, wo ich, wenn ihr ein Review macht, baue ich Stimmung auf, dann ja immer Requisite dafür. Ja. Bei Odin! Ja. Kommt ein bisschen Stimmung auf den Wikingerfilm. Er wird aber noch sehr erkältet, also weiß nicht, wo wir da jetzt auch gesteckt haben, aber ich bin halt vorhin auf den Film zugegangen, ich bin gestern abends ins Bett, habe ein bisschen mit den Lungen um den Hals geht. Ja, habe erst lange nicht einschlafen können, weil ich immer gehustet habe. Und dann war eigentlich die Nacht so wieder okay, abends um aufgewacht wegen dem Husten, habe gleich wieder eingeschlafen. Ja. Heute Morgen hatte ich nur Halsschmerzen, ja, leichtes Trugen auf der Lunge, aber und heute Abend kamen richtig Lungenschmerzen. Ja. Habe mich irgendwo erkältet, geht so Erkältungswelle rum gerade. Ja, und aber Schmerzen gehören auch zum Leben. Also, ja, wenn man den Schmerz begegnen kann, dann fängt man an, sich zu überwinden und Schmerz gehört auch zum Business und was einen nicht tötet, macht einen härter. Ne? Definitiv. Ja. Und der Tod lächelt uns allen zu. Ein Mann kann nur zurücklächeln. Ne? Zitat Julius Caesar. So, jetzt kommen wir auf den Wikinger-Film zu. Ja. Wiking heißt der Film. Ja. Jetzt fliegt der Bösewicht um und unter da hin. Und haue der Fisch da um. So. Ich habe gesagt, also ein ganz kurzer Review, so kurz es geht. Spoilernamen der Stelle, falls ihr einen Trailer findet, da wurde immer ein Community-Bruch geteilt. Ja. Der Film hat mir 4,99 gekostet beim Drogeriemüller. Guter Preis, ja, angenehm. Das Menü ist super von der DVD, also keine Art, den Film so weit empfehlen. Einer beim Anfang auch gleich epische Schlachtkett mit einem Mundstub Bulle, ja. Also der Anfang war Fantasie und der restliche war dann so bodenständig von Sachen. Spielt in Russland, ja. In der Ukraine im 10. Jahrhundert, ja, und mit Wikinger und Schlachten und so weiter. Hat man wunderschöne Waldlandschaft mit Schnee, wunderschöne Kameraaufnahmen, ja, alles episch und so. sehr gute Kampfschlachten und Kampfkunst mit Schwertern, ja. Story hinkt ein bisschen, also die Story ist nicht so gut, aber die Landschaften sind perfekt, die Schlachten sind perfekt. Die Ausrüstung sind perfekt, also man fühlt sich echt in dieser Zeit versetzt. Ja, ja, da sind sie schneeverschneite Landschaften im Wald, in die Berge. Jetzt sind wir irgendwann am Meer und so. Also geben sie sich richtig Mühe, um schöne Landschaften aufzunehmen. Dann halt die epische Schlachten. Ja, ja, gut, Story hat er schon, aber ist jetzt nicht so der Storyfilm. Ja, Ästhetik. Ja, Landschaft sind ästhetisch und so. Epische Schlacht sind auch dabei. Ne? Spoiler-Alarm. Ich, wie schon gesagt, bin krank. Also machen wir ein kurzes Review. Spoiler-Alarm an der Stelle. Ein blutiger Kampf um Ehre, Macht und Gerechtigkeit. Die Produzenten von Wächter der Nacht erzählen Viking ein historisches Abenteuer mit epischen Schlachten von den bildgewaltigen Kulisse der damaligen Russlands. Nicht umsonst bezeichnet Screen Daily den Film als Russlands Game of Thrones, also raschen Game of Thrones. Kiewer Russ im 10. Jahrhundert, es herrscht Zweitracht.
unter den Söhnen des verstorbenen Prinz Jarobolik und sein Bruder Oleg zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommt, stirbt Oleg. Ja, da waren wir dann auch fertig, wo der Oleg gestorben ist. Ja. Damit habe ich nicht gerechnet. Kleiner Insiderwitz, ja, ein Freund seit vielen Jahrzehnten, der heißt Oleg. Ja, war auch ein guter Arbeitskollege, der versteht Humor, da kann man sowas lachen. Oleg, wenn du siehst, bist du ein guter Kerl, Grüße gehen raus. Da heißt aber in dem Film auch jemand Oleg. Ja. So. Stirbt Oleg und Jakob Bolk wird von dem Krieger Sven Nell dafür verantwortlich gemacht. Sven Nell macht sich auf, um zum verbleibenden Sohn Wladimir zu reisen und für das Gesetz der Blutrache zu kämpfen. Ein Tod für einen anderen. Wladimir ist an einer friedlichen Lösung interessiert, kann sich ohne Verstauung aber keinen Respekt verschaffen. Er stellt eine Armee aus Wikinger, Söldner zusammen und stellt bald fest, es bedarf mehr Schwerter, um das Frieden aufrecht zu erhalten, als um Krieg zu führen. Ja, da gab es auch eine Szene, die war auch sehr schön, sehr ästhetisch. Wollte ich erwähnen, kann ich nicht erwähnen, weil da waren auch Leute, die die machen sich ja ihr eigenes Entertainment kaputt. Ja, dann schweige ich drüber. Ja. Sonst, wie schon gesagt, sehr schöne aufwendige Landschaften, die Kulisse richtig aufwendig gebaut. Passiert auch viel. Ja. Historische Trachten, ja. Epische Schlachten, ja. Schwertkämpfe, ja. Ohne Ende. Machtkämpfe. Geht so Richtung Gladiator und Präfahrt und Gladiator und Präfahrt sind von der Story tausendmal besser, muss man sagen. Trotzdem ist der Film ein Hochgenuss, ihn zu sehen. Geht halt zu lang, das muss man auch sagen. Aber trotzdem, guter Wikinger-Film, wo ich sage, okay, da kommt bei mir die Heimatecke. Nein, Heimatecke heißt internationale Ecke. Da wird von vielen Nationen wird halt da Kulturen gezeigt, ja, von der germanischen, also deutschen, der japanischen, der chinesischen, ja, was ich ergattern kann. Ja. Ein Dokumentationsfilm kommt da rein. Ja. Und auch gute Welt. Ja. Ja. Also wie gesagt, der Film hat alles. Gute Schlachten, gute Schwertkampftechniken, ja, auch Computertechnik sind sie perfekt unterwegs. Der eine kriegt ein Schwert ab und dann sieht man die Innereien. Ist nicht so brutal, wie es sich anhört, der Film ist erst ab 16, also ist nicht so brutal. Ne? Würden aber jetzt auch nur Leute anschauen lassen, die echt ab 16 sind und nicht jünger. Ja, und also wie schon gesagt, auch schöne Landschaft gefilmt, dahin sehr viel Geld im Film reingesteckt, wie das aussieht. Und sehr viel epische Heldenmythos auch. Ja. Und Story hätte er jetzt kein Herzchen verdient, aber weil das andere stimmt, wo ich aufzählt habe, hat der Film ein Herzchen verdient, liebe Freunde. Ja. So. Dem Maße Worbe Plätze drin über andere Filme. Ja. Ja, wenn ihr den jetzt bei Netflix angesehen hätte oder beim Streaming, irgendwann anderen Streamingdienst, hätte ich mir den Film nicht gekauft, muss ich sagen. Also es gibt auch Filme, die schauen wir bei Netflix an und kaufen mir die Filme, wenn sie richtig gut sind. Der Film ist schon richtig gut, aber da war viele gute Szenen drin, was man verdient hat. Schlachten, Landschaften, Computereffekte, die Kostüme, alle Gebäude, wo sie gefilmt haben, haben sie auch original Burg gefilmt oder irgendwelche in dem Bereich was aufgebaut. Also die originelle Kulisse war schon richtig der Zeit zurückversetzt. Ja. Und deswegen hat der Film hundertprozentig Herzle verdient. Ja. Nur die Story, das ist das Einzige, was mich stört. Die Story hinkt und ist nicht so
mitnehmen. Ansonsten, der Rest stimmt, ja. Ich kann euch den Film empfehlen, wenn ich, ja, könnt ihr euch mal anschauen, ja. Dann passt es, ja. Ja, ich mache mal gucken, ob ich jetzt, also morgen oder, ja, lade ich den Clip dann hoch, ja. Aber sonst dann wollte ich wahrscheinlich die nächsten Tage nichts drehen, weil ich dann auch erstmal gesund werden muss. Weil ich habe mir jetzt mit dem Clip auch schwer getan. Ja, heute Abend haben meine Lungen richtig brennt, die brennen immer noch. Ja. Und muss erstmal richtig gesund werden. Man hört auch an meiner Stimme, dass ich erkältet bin. Habe ich am Livestream von Marcel gesehen, der ist auch erkältet. Also geht der Grippe, Erkältungswelle rum, Grippewelle. Und ja, ich weiß nicht, womit ich angesteckt habe. Also, vielleicht beim Kickboxer, Thai-Boxer, da haben wir auch Ringertechniker gemacht, dass der einer schon erkältet war und mich angesteckt hat, also weniger glaub. Gestern bin ich auch mal unterwegs gewesen, draußen, habe meinen Schal vergessen, da ist mir auch so kalt in den Hals hingezogen, das glaube ich eher, dass ich da was beim Spaziergang wegbekommen habe oder bei der Arbeit, man weiß es nicht. Ja. So. Also ich hoffe, der Review hat euch gefallen und könnt die DVD-Hülle noch zeigen. Er kommt dann in noch die Conan-Filme, würde ich den einordnen. Ja. Also perfekt war der Film schon auf die positive Sache, wo ich darauf hingewiesen habe. Das Einzige war es halt, die Story hätte ein bisschen besser sein, die Story hätte besser sein können. Ne? Story ist ganz einfach, das sind zwei Wikinger-Gruppen, die einfach aufeinander losgehen. Ja. Später kommen auch die Römer drin vor, ja, den da auch einen Auftritt haben dürfen. Ja. Aber wie schon gesagt, ich fand den Film trotzdem gut. Kommt in meine DVD-Sammlung und ja, Wikinger-Sachen sind immer gut. Heute sollen wir die DVD-Hülle herholen. Ja. Mal umdrehen. Ja. Drin ist das eigentlich das Bild wie von außen. Ja. Also eine Kleinigkeit könnte man es nur sagen, bevor man die Kamera ausmacht. Ja. Man will ja auch, ja, auch irgendwo Fair Play haben, wenn man die Kollegen. Weil der Filmfried Marcel ist ja auch erkältet. Ja. Finde ein starkes Stück, dass du mit der Kältung heute einen Livestream gemacht hast. Da hast du meinen Respekt und meine Bewunderung verdient. Das war eine starke Leistung, lieber Marcel. Und gute Besserung wünsche dir, dass du schnell wieder fit bist. Ja. Und gut, ich komme dir ja angenehm entgegen. Ja. Ja, also auch bei Respekt jetzt auch Radreck geschickt habe, da habe ich ja nur am Rande erwähnt, ja. Aber auch nur neutral, meiste Zeit, aber auch ganz wenig. Ne. Und da habe ich die Weile nämlich nicht mehr erwähnt und dann habe ich dich ja nur zu 97% positiv erwähnt und dich supportet. Und dann war ich verwundert, dass du einen Clip drehst, wo drauf steht: Marcel, neuer Weg, Marcel bleibt, ich bleibe Filmfreak Marcel. Da habe ich gedacht, okay, neuer Weg hört sich an, als hätte er mich im positiv erwähnen. Der vielleicht auch mit zukommen, ja, habe ich gedacht, ja, und oder mich gar nicht erwähnen, wäre mir beides recht gewesen. Und dann war ich halt sehr entsetzt, wo du dann über mich gelästert hast. Und dann natürlich habe ich die Ambitionen gehabt, mich zu wehren, ja, ja. Aber wie schon gesagt, ich bin auch jemand, der fair sein will und das ja, Fair Play haben will, ja, und auch deine positive Seite natürlich anerkennen, ja. Und freue mich, dass du wieder Livestream gemacht hast. Wünsche dir gute Besserung mit deiner Erkältung, die ich auch habe, ja. Und ich habe mit Marcel keinen Kaffee geteilt, so Erkältungswelle hat man immer öfters im Winter. Früher in der Kälte als junger Mensch nur besser zurechtkommen, kommen wir heute noch zurecht, aber früher war es leichter.
Nicht eine Hitzewelle eigentlich lieber, weil in der Hitzewelle hat sich noch keiner erkältet. So, auf jeden Fall, ja. War uns, wir haben ein bisschen vom Livestream angesehen, ja, dazwischen, und habe eigentlich absichtlich einen Film gesehen. Vorher habe ich noch ein bisschen vom Livestream angesehen und gucke mir auch voll an. Hast du sehr gut gemacht, Marcel, und ja. Wünsche euch, liebe Freunde, was und ja, nichts versagen. Timo fragen. Lieferung. Ende. Liegt der Saugman am Boden und der Fledermausman. Spaß, ja.